So, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess HD auf der Wii U. Ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. Das war dann dieses HD. Ja, im letzten Part, was haben wir im letzten Part gemacht? Wir sind hier immer noch in der Zitadelle der Zeit, für die, die es nicht wissen. Wir sind in Part 63, glaube ich. Das ist schon ordentlich, muss man mal dazu sagen. Und, ja, noch irgendwas Wichtiges? Ja, wir sind hier in der Zitadelle der Zeit, bis zur Hälfte jetzt vorgedrungen. Wir haben im letzten Part haben wir den Boss, Zwischenboss gemacht, den Mini-Boss. Das war die Nimbus-Garde, die doch etwas schneller ging, als ich erwartet hatte. Aber jetzt haben wir hier diese Statue, die wir suchen sollen. Und die müssen wir jetzt irgendwie wieder zum Anfang des Dungeons bringen. Hurra! Achso, und wir haben den Kopierstab bekommen. Der hier. Ein tolles, leuchtendes Zepter. Hurra! Bevor wir aber irgendwas machen, werde ich noch mal ganz kurz meine Leben ein bisschen auffrischen. Trink, Link, trink! Hey, das hat sich gereimt. So. Jetzt den Kopierstab. Da ist er. Das ist übrigens damit auch das letzte Item. Hier ist nur noch eine dritte Bombentasche. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommt. Wo die hinkommt. Und hier kommt... Ja, ich glaube, ich weiß schon, was da hinkommt. Aber ich will noch nicht spoilern. Vielleicht gibt es ja Leute, die das Spiel noch nicht kennen. So. Mit der Statue... Und den Kopierstab. Auf, zurück zum Dungeon-Anfang. Hurra. Erstmal hier hin. Dong. Da war die Glocke. Mach mal ein bisschen lauter. Vielleicht man das nämlich schön gehört. Dann kann ich das Video perfekt synchronisieren danach. Mal gucken. So. Achso, was haben wir im letzten Part noch gemacht? Im letzten Part haben wir auch noch den Master-Schlüssel geholt. Den großen Schlüssel. Ja, ist ja ein großer Schlüssel. In manchen Spielen heißt er Master-Schlüssel, in anderen Spielen heißt er wieder großer Schlüssel. Ist immer so verwirrend. Ah, guck mal. Ja, sie haben diese Statue durch diesen kleinen Schachter umgezwungen. Okay. Die sind magisch. Die können beamen und warpen. So, nochmal. Mach mal das Tor kaputt. Dankeschön dafür. Ich glaube, ich habe es zu laut gemacht. So. So sollte es jetzt wieder funktionieren. So, haben wir noch Gegner hier? Ja, klar. So, beide auf einen Schlag. Dafür mag ich diese Statue. So, aber die Statue müssen wir jetzt erstmal hier platzieren. Es ist... Also ich muss wirklich zugeben, dieser Dungeon, wenn man den das erste Mal macht, ja, dann ist das relativ kompliziert. Also die Betonung liegt hier tatsächlich auf relativ, weil das ist alles logisches Denken und alles. Aber... Ich muss zugeben, ich habe damals relativ lange dafür gebraucht, aber ich fand es nicht schlecht. Ich fand den Dungeon ziemlich geil. Er ist auch ziemlich geil. Nur wenn man schon weiß, wie der zu machen ist, dann verliert er irgendwie seinen Charme. So, die Statue ist schneller als wir, wenn sie die Treppe runterfliegt. Ja, sehr schön. Das heißt, wir können die Statue schon mal vorschicken, was wir auch machen müssen. Strom. Müssen. Ich hatte nicht gesehen, dass die Barriere schon so nah ist. Ich dachte, wir können noch einen kleinen Schritt. Konnten wir aber nicht. So, Strom ist weg. Dann kurz hier lassen und... wir können alles kaputt machen. Ist das nicht geil? Ist toll, ne? So, hier nochmal. Bums. Ich glaube, dieses Riesenpanel können wir allerdings nicht kaputt machen. Nee. Na gut, brauchen wir ja auch nicht. Auch mal nicht kaputt machen. So, für den Fall der Fälle, dass hier wieder Gegner von vorne kommen, platzieren wir uns mal hinter der Statue. Spätestens hier unten brauchen wir was. So, mal ganz kurz wirklich hinter der Statue platzieren. So. Lalalala. Erstmal hier die ganzen Todeskreisel kaputt machen. So, einer da? Nee. Dann machen wir die Statue in der Mitte auch kaputt. Hä? Ah, ja. Okay, dafür brauchen wir das. Das heißt, hier runter. Statue da platzieren. Darfst da ruhig hingehen? Na. Sehr schön. So. Und jetzt kommt das, was ich im letzten Part meinte. Wir können nämlich auch diese Statuen hier kontrollieren. Alle mit so einem komischen O. Ja, es ist keine O mit diesen komischen Öffnungen. So, die große Statue ist jetzt hochgefahren. Jetzt können wir sie in die Glocke schicken. Und? Ich hoffe, den hört man überhaupt, den Ausschlag.
Ich glaube, auf der Audiospur ist der kaum zu hören, dieses Bong. Aber daran könnte man perfekt synchronisieren, ey. Sehr geil. So, hier haben wir nichts mehr zu erledigen. Hier haben wir schon alles getan. Allerdings kommt jetzt wieder ein wunderbares Wagenrätsel. Yay! Wieso das Ganze? Weil die Statue natürlich etwas schwerer ist als Link. Wie kommt das nur? Man weiß es nicht. Könnte daran sein, dass sie aus massivem Stahlstein irgendwie sowas besteht. Ich hatte gehofft, dass damit irgendwie... Sie kommt die Treppe nicht hoch. Da fuck. Das habe ich auch noch nie gesehen. So. Die müssen wir jetzt erstmal hier hinstellen. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir das machen. Wie machen wir es am Schloss? Da hoch. Wenn ich jetzt hier runtergehe, sind die dann vage? Nee. Die große Statue wiegt nämlich 3 Statuen. Also 3 Figuren. Da hätten wir einen. Die will ich aber nicht unbedingt holen. Wir können aber auch... Ach, da hinten. Da hinten liegen auch noch welche, die können wir uns auch holen. Da müssen wir nur durch die Spinnen durch. Okay. Ohne getroffen zu werden. Fail. Epic Fail. Okay. Wir wurden einmal getroffen, zum Glück ziehen die nur theoretisch gesehen 1/4 Herz. Aber dadurch, dass wir auf Heldenmodus spielen, ziehen die natürlich 1/2 Herz. Uh-oh. Aber egal. So, dich holen wir hier runter. Ich hoffe mal, das stimmt auch, dass die 3 wiegen und nicht 4. Boah, ist das ein fettes Ding. Wie doppelt so viel wie Link. Und Link ist... Was würdet ihr schätzen, wie groß Link ist? Mit Körpermasse und allem? Oh, 4 kleine Statuen. So, dich holen wir jetzt hier rüber. Und jetzt müssen wir nur noch die anderen 4 wieder darüber schmeißen, damit wir wieder in Waage sind. Aber solange ich auch noch auf der Waage stehe, sind wir natürlich nicht in der Waage. Hey, was labert der? Glaubt mir, das macht alles Sinn. Dafür habe ich jahrelang studiert. Haha. Als wenn ich studieren würde. So. Jetzt hätten wir das. Hier kann ich jetzt hochklettern. Ja. Wunderbar. Ich hatte damit früher irgendwie mehr Probleme. Weiß auch nicht wieso. Mysteriös. So. Die große Statue hilft uns jetzt natürlich, die großen bösen Spinnen wegzumachen. Boah. Macht einfach alles platt. One-Hit-Kill. Batsch. 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 Bam. Oh, ich wollte schon sagen, mich selber hauen kommt gar nicht geil. Bam. Bam. Waren das alle? Nein. Aber gleich, passt mal auf. Hunda! 3 of a... Fuck, waren nur 2. 2 of a kind. Okay. So. Dann haben wir hier unten alles erledigt. Können wir die Statue in die Glocke. Und? Den Ausschlag konnte man einfach nicht hören. Ich war jetzt kurz leise, weil ich nämlich einen Synchronisationspunkt haben wollte. Aber irgendwie konnte man nicht so hören, wie ich dachte. Die hätten auch noch eine Statue gehabt. Für den Fall der Fälle, dass wir keine finden. Sachen gibt's. So. Ja, so weit ist der Weg eigentlich tatsächlich gar nicht. Also so groß ist der Dungeon eigentlich gar nicht. Ist eher so die Strecke, weil das ist ein linearer Dungeon, ne? Wisst ihr Bescheid? So. Aber so. Ich gehe durch den Strom. Gehe durch den Strom und mach das Tor kaputt. Weil ich kann. Große böse Statue. Gut, die stellen wir jetzt hier drauf. Hier gibt es nämlich ein Herzteil. Ja. Und wir müssen sogar noch einmal in den Raum zurück, wo wir damals den... War da ein Schlüssel drin? Ja, da war ein Schlüssel drin. Da ist nämlich auch noch ein Herzteil. Du hältst ein Herzteil, sammel 5 davon. Ja, das kennen wir ja. So. Auf zur nächsten... da war ja was. Hatte ich vergessen. Gebe ich zu, das war mein Fehler. War gar nicht mal so schlau. So. Strom ist weg. Dauerhaft. Weil wir jetzt eine kleine Statue draufgestellt haben. So.
Nächste Glocke, da müssen wir dich komplett bis hoch nehmen. Oh Mann. Oder bis runter. Stimmt, runter. Mal gucken, was war denn der nächste Raum? Der nächste Raum dürfte eigentlich was Simples gewesen. Ach so. Sind wir schon da. Hier die Statue, die können wir so einfach so kaputt machen. Wir machen ja auch mal die ganzen Türen auf, weil die nerven nur. Bums. Müssen wir nicht immer mit dem Pfeil und Bogen und das ist alles Moppitz. So. Oh, die Tür haben wir schon kaputt gemacht, komplett. Gut, dann können wir die Statue hier abstellen. Dung. Übrigens, für den Fall der Fälle, dass man die verliert, die Statue, man kann hier ganz einfach auf der Karte kann man nachgucken, wo sie ist. Also jetzt gerade nicht, weil da sind wir gestartet. Da steht sie doch unten auf der Karte. Hm. Ja, noch näher kann ich nicht ranzoomen. Aber man sieht, wo sie als nächstes auftaucht. Sehr nice. Übrigens könnte es sein, dass ich ein bisschen ruhiger bin. Das könnte aber auch daran liegen, dass wir gerade mal... Oh, wir haben schon 4 Minuten vor 3. Vor 3? Vor 3. Okay. Guten Morgen. Ach ja, morgen Fernsehen mit Renchi. Super. Wirklich super. Wir brauchen 2 Statuen, verdammt. Unten die Spinnen sind auch wieder da. Dann holen wir schon mal die Statuen, weil wir brauchen ja... Wir müssen da nochmal in den Raum rein. Da ist ein Herzteil drin. Das will ich natürlich mitnehmen. Okay, Gegner sind hier. Ganz gefährlich. So eine Statue. Au. Da hätte ich mit rechnen müssen. Ich könnte jetzt natürlich auch einfach die große Statue da hinsetzen. Ich könnte mit der großen Statue auch... Oh. Ich dachte, ich stehe noch außerhalb der Reichweite. Hol erstmal die kleine. Geht's da jetzt hoch oder runter? Rechts unten. Doch, das macht Sinn. Ha! Das ist das Rechtsgewinde. Na gut, dann holen wir die Statue schon mal. Weil ich mir gar nicht sicher bin, ist das so schlau. Wenn ich die jetzt hier raushole. Ich stelle sie einfach nur hier so hin. So, schieb jetzt hier zweimal nach unten. Bleibt die Statue dann auf dem Lift stehen oder? Hm, wir werden sehen. 12 Minuten nehmen wir auf. Hm, das könnte mit Bossfight noch schwer werden. So, die Spinnen ignorieren wir. Einen Geist haben wir ja auch noch. So, zieh mal raus. Eine Etage höher. Ich nehme schon mal die Statue in die Hand. Um uns... Hübsches Herzteil holen wir uns jetzt. So, ich musste gerade kurz... War kurz in Gedanken. So... Und hoch. Yay. Sehr schön. Ich hoffe mal, die Gegner hier sind nicht wieder da. Sie sind aber wieder da, das war klar. Ja. Wir haben ja Bombenpfeile. Ja, mit den Bombenpfeilen macht das schon Spaß. Allerdings verbrauchen wir da auch sehr viel für. Machen wir es halt altmodisch. Aua, die hat mich angegriffen. Na gut, im Endeffekt war das Notwehr, ne? Dass sie dabei selber umkommt, hat sie wohl nicht mit gerechnet. Wobei eigentlich so, doch, sonst hätte sie ja keine Notwehr angewandt. Hä? Schlabert der, denken sich jetzt viele, aber ja, so ist das. So, wo ist der Schalter? Da ist der Schalter. Und da ist auch noch ein Schalter. Wir müssen also beide Schalter aktivieren. Okay. Das heißt, wir müssen von unten eine Statue mitnehmen, da oben hinschmeißen und dann... Ich glaube, das können wir uns sogar einfacher machen, indem man nämlich einfach von der Treppe, je nachdem wie weit sie fliegt. Natürlich fliegt die nicht rüber, wegen unsichtbarer Mauer und so. Jetzt wird's lächerlich. Hallo.
Aber so ging das. Ja, so nicht. Aha. So. Jetzt nehme ich den hier. Aktivieren. Einfach nur die Treppe runterrennen. Tonk. Schalter. Yay. Also muss man doch alle beide. Wusste ich nicht. Ich dachte, man müsste nur. Es reicht, wenn man einen aktiviert. Dem war aber nicht so. So. Beide aktiviert. Kriegen wir zwei Truhen oder nur eine? Hatten wir die andere Truhe schon? War da eine Truhe? Bin gerade verwirrt. Achso, ja doch, die hatten wir schon. Da war, glaube ich, der Schlüssel drin, ne, als wir die Gegner alle besiegt haben. Da waren ja auch noch zwei Amos-Statuen, wenn mich nicht alles täuscht. Oder eine. Aber hier haben wir das zweite Herzteil dieses Dungeons. Und damit ist der Dungeon eigentlich komplett. Fast. Noch nicht ganz. Größtenteils aber. Natürlich ist die Statue wieder weg, aber sie steht jetzt oben. Naja, zumindest haben wir sie nicht komplett verloren. Ich frage mich allerdings, wer zur Hölle ist jetzt gerade hier zu diesem Aufzug und hat diese Statue einfach mal wieder... Vor allem, er musste ja irgendwie per Hand weggestellt haben, ne? Weil den Kopierstab, den haben wir. Das muss ein richtig starker... Ja, richtig starke Person gewesen sein. Oder Wesen. Übernatürlichkeiten. Ja gut, also Bossfight in diesem Part kriegen wir nicht hin. Das wird wirklich zu eng. Viel zu eng. Da will ich mich nicht hetzen. Machen wir dann schön im nächsten Part. Aber in diesem Part gibt es noch genügend andere Sachen, die wir machen können. Zum Beispiel können wir hier Spinnen plätten. Yay! Patsch! Sehr schön. So. Da, da, da. Wir töten Spinnen. Einfach nur so just for fun. Wir müssen es sogar machen. Weil die Strombarriere nämlich wieder aktiviert ist. Ich dachte tatsächlich, das bleibt gespeichert. Dem ist aber nicht so. Au. Ja, ich stand vor der Statue, was gar nicht mal so gesund ist. Was ich nur mal so anmerken wollte. So. Batsch. Batsch. Aua. Ich schlag mich selber. So. Jetzt sind die alle. Jetzt muss ich nur die Gegner irgendwie wegkriegen. Das könnte übel werden. Sichere Entfernung? Sichere Entfernung. Weil sicher, sicher, sicher ist. Fast. Da, die Statue können wir kaputt hauen. Da kommen allerdings Spinnen raus, wenn mich nicht alles täuscht. Aua. So. So. All of a kind. Ich habe schon wieder mehr Leben gelassen, als ich eigentlich sollte. Naja, was soll's, passiert. Das kann man wirklich auf eigene Blödheit schieben. So. Willst du sterben? Es ist riskant. Ich gebe zu. Es ist derbe riskant. Aber es macht Spaß. Stehen da jetzt vier? Stehen vier auf einen Schlag. Ich glaube, ich habe die noch nie so besiegt. Aber... Also theoretisch vorgesehen ist, dass wir so eine kleine Statue per Kopierstab darunter schicken auf die Plattform und die macht dann das Tor auf. Aber man kann ja das Tor einfach kaputt machen. Und dann kann man sich das alles sparen. Das ist wahrscheinlich eher so eher die Notfalllösung für den Fall der Fälle, dass man die Statue schon vorher in die Glocke schiebt und man dann da steht und sich denkt, ja scheiße, jetzt komme ich gar nicht mehr an die Geisterseele. Aber so hat man sich Abhilfe geschaffen. So, wunderbar. Wieder zum Menschen werden. Ich glaube, jetzt haben wir sogar fast alle Geisterseelen des Dungeons. Wieso fast? Weil eine ist direkt zum Anfang des Dungeons. Also noch bevor der Dungeon anfängt eigentlich. Aber da kamen wir noch nicht ran, weil wir den Kopierstab noch nicht hatten. Tja, werden wir alles sehen, was ich damit meine. Ich werde einfach von unsichtbarer Materie weggeschoben. Dong. Sehr schön.
Oh, jetzt haben wir schon 20 Minuten aufgenommen. Dauert ja alles doch länger, als ich dachte. Aber, wenn mich nicht alles täuscht, sind wir gleich unten in der Haupthalle. Viele, viele bunte Gegners. Wobei, bunt sind sie eigentlich nicht. Hauptsächlich grau gehalten. Oh, nee. Das Spiel sieht vor, dass ich mich per Greifhaken hier drüber ziehe und dann die Gegner erstmal platt mache. Na gut, wenn das Spiel das so will. Müssen wir wohl durch. So, hat besser funktioniert, als ich dachte. Aber... ich finde das cool, dass man die so plätten kann. Zzz, bam. Okay, jetzt die noch, bevor die uns nerven. Hat das beide erwischt? Ja. Das war noch einer. So, wunderbar. Alle platt. Also, das war das Rätsel, wo wir zwei Dings da hinstellen sollten. Ich dachte gerade, Hilfe, wofür sind die Plattform? Aber dann ging ja die Tür auf. Da war ja was. Ja, da unten ist wieder ein Gegner. Gut, dann lassen wir die Statue voranlaufen. Wie sie selber kämpfen, wenn wir andere kämpfen lassen können. Ha? Vor allem, er ist unkaputtbar, also. Wüsste ich nicht, was dagegen sprechen soll. So, Pfeile nehmen wir mal mit. Man kann nie genügend Pfeile haben. In irgendeinem Zelda-Spiel habe ich das gelernt. Ach so, das habe ich nicht nur in einem Zelda-Spiel gelernt, das habe ich auch in Skyrim gelernt. Batsch. So, dong. Darfst durch. Tschüssi. So, hier mal auch kaputt. Da waren wir aber schon dran, also von daher brauchen wir das nicht mehr. Gut, dann eigentlich nur noch unter die Glocke. Und wieder von unsichtbarer Materie davon geschoben werden. Yay. Bung. Das ist irgendwie cool. So, jetzt dürften wir in der Haupthalle sein. Hier sind auch keine Gegner und nix. Sehr schön. Jetzt nur noch die Statue an ihren rechtmäßigen Platz. Und der Dungeon ist fast fertig. Randale! Fast fertig, wollte ich sagen. So. Na komm. Das ist auch witzig, ne? Vorhin konnte sie die Treppe nicht hoch, aber die hier ohne Probleme. So. Unser stählerner Freund ist ab sofort für immer regungslos. Sehr schön. Haben wir hier die Tür geöffnet. Ja, das heißt, wir sehen uns im nächsten Part wieder mal ganz kurz gucken. 23 Minuten ist die Uhr derzeit auf der Videospur. Wird natürlich ein bisschen kürzer für euch sein, eventuell. Und tja, im nächsten Part stellen wir uns hier dem Bossfight. Und dann geht wieder die fröhliche Geisterseelen- bzw. Herzteilsuche los. Ich hoffe, ihr freut euch schon drauf, weil das ist immer so irgendwie... Ich habe immer das Gefühl, das ist gar nicht mal so spannend für euch. Aber egal, es gehört zum Spiel. Dementsprechend sage ich, oder ja, doch, ich sage, wenn euch der Part gefallen hat, hinterlasst mir doch einen Kommentar und ich sage tschüss und bis zum nächsten Part. Euer Renji. Bye.